Keine Ahnung, was das ist, aber ich kann es in die Luft sprengen. Das machen wir einfach mal. Gegnerisches Gebäude zerstört. So, ah, das war diese komische, ja, Hauptzentral-Computer-Dings-Teil. Ja, du bist getroffen. Und du auch. Die Animation ist geil. Ah, ouch. Ah, shit. War da noch jemand? Nein. Ah, hier ist Mr. Kane. Warum unterbrichst du mich, GDI-Wicht? Ich hab da was für dich. Was denn? Gib es mir. Ich glaube, ich will es gar nicht haben, oder? Kann ich hier irgendwas... Nein. Ja, keine Ahnung, was Kane für mich hat, aber es ist sicher nichts Gutes. Wo geht's denn jetzt raus? Hier? Bin ich hier richtig? Ja, hier bin ich richtig. Gut. Öffnen in Entfernung 40. Dann sind wir hier wohl richtig. Da schleicht irgendjemand rum. Das sind aber... Das ist... Ja, ist einer von uns. Drücken wir den Knopf. Hey Leute, was geht? Eine Zwischensequenz. Jubel. Havoc. Gefangene im Hubschrauber. Ein Kopf nicken. Hubschrauber. Hubschrauber hebt ab. Der Tag ist gerettet. Einsatz erfolgreich. Retten und rächen. Okay. 3 Reloads. Benötigt ihr Zeit. 40 Minuten. Eieiei. Zerstörte Gebäude. 2 Fahrzeuge vernichtet. 13. Ja, keine Ahnung. Sind das jetzt... Ich denke mal, dass die Treffer, oder? 280 im Kopf. Kann das sein? Bei 114 getöteten Feinden? Oder... Ich bin verwirrt. Sind das die also wie oft wir getroffen wurden? Ich habe keine Ahnung. Wenn das jemand weiß, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Nicht schon wieder. Tut uns leid, Sir. Ich habe gerade den Befehl bekommen. Sie stehen unter Arrest. Warum so nervös? Hallo. Ich hoffe, Sie haben die Zeit genutzt, um ein wenig nachzudenken, Havoc. Wird nicht nochmal vorkommen, ich schwör's. Ja. Naja. Natürlich. Ihre ehemalige Spezialeinheit, die Dead Six, ist gerade aus Peru zurückgekommen mit einigen schlechten Nachrichten. Das ist ein Überwachungsvideo aus der GDI-Forschungsbasis in Guatemala. Die Schwarze Hand hat die Basis überfallen und es ist ihnen gelungen, unsere drei besten Tiberium-Spezialisten gefangen zu nehmen. Dr. Ignacio Möbius, den kenne ich seine noch. Tochter Sydney, die kenne ich nicht, und Dr. Elena Petrova, die kenne ich die auch anderen nicht. Wurden an Ort und Stelle hingerichtet. Diese Aufnahmen stammen aus dem gleichen Video. Wir konnten den Mann als Mendoza identifizieren. Er ist ein ehemaliges Mitglied des Schwertes von Chagall, des Extremistenflügels der kolumbianischen Separatisten. Jetzt ist er der gefährlichste Meuchelmörder der Bruderschaft. Diesen Mann haben wir noch nie gesehen. Wir wissen jedoch, dass der Oberkommandierende der Schwarzen Hand ein General namens Raveshaw ist. Auf diesem Foto sehen wir ihn zum ersten Mal. Das Bürschchen ist mir schon begegnet. Er ist ein kaltblütiger Mörder. Wenn Raveshaw in diese Sache verwickelt ist, dann hat vielleicht Kane selbst diesen Einsatz befohlen. Wir haben herausgefunden, wo Raveshaw die Wissenschaftler hingebracht hat. Die genauen Befehle erhalten Sie unterwegs. Bin schon weg. Herr Vogt, da war noch was. Sakura. Wissen Sie, dass Ihre ehemalige Mitstreiterin sich der Schwarzen Hand angeschlossen hat? Sie ist eine Söldnerin. Sie kämpft für Geld. Solange es da nur keinen Interessenkonflikt gibt. Interessenkonflikt? Nein. Aber ich habe Interesse am Konflikt. Haha, witzig. Der war schlecht. Bewaffneter Überfall. Finden Sie die gekidnappten Wissenschaftler. Die... Ja. Havoc, Ihre Aufgabe besteht darin, die Notbasis zu finden und die Wissenschaftler zu retten. Ich stelle Ihnen einen Wüstenjäger zur Verfügung.
Ein Wüstenjäger, das ist doch bestimmt ein Buggy, ja genau. Ah, die kenne ich auch noch. Okay, haben wir schon eine Karte? Nein, haben wir nicht. Ich will immer wieder M drücken, um die Karte wieder zu schließen, das geht aber leider nicht. Nehmen Sie den Wagen, Herr Bock. Die Straße vor Ihnen ist völlig frei. Ah. Herr Bock, zerstören Sie den Heliport. Sie werden es dann okay. mit weniger Apaches zu tun bekommen, da Sie einen längeren Anflug haben. Ja, wo müssen wir jetzt lang? Hier? Ein Kampfpanzer. Warum können wir den nicht kriegen? Offenbar fordert der Officer in diesem Wachturm gerade Verstärkung an. Eliminieren Sie jeglichen Widerstand und besetzen Sie diesen Turm. Kann ich nicht hier aussteigen und in den Kampfpanzer einfach einsteigen? Ach, hier komme ich nicht durch. Okay. Ja, stirb. Uah. Hallo, Officer. Um das Zielgebiet zu sichern, muss jeder Feind mit Au, 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 au. Ah, hier ist niemand. Shit. Irgendjemand beschießt uns, ich weiß aber nicht wer. Gibt es nicht noch mehr Bazooka-Infanterie für mich? Sie gehen mir schon aus. Irgendein Hubschrauber war da oben noch, wenn ich das richtig gesehen habe. Danke, Jungs, für die Unterstützung. Heliport, Heliport, ach da, Heliport. Wie zerstöre ich den Heliport? Habe ich C4? C4, ja. Hier, nimm das. Ich habe keine Ahnung. Aua. Ob das funktioniert. Gut, das hat auf jeden Fall schon mal nicht funktioniert. Und gut, dass das Spiel hier ein Autosave anlegt, weil sonst müssten wir nämlich den Rest der anderen Mission nochmal machen. Ah, da kommen wir nicht weiter. Gut. Ich stelle Ihnen einen Wüstenjäger zur Verfügung. Ja, Wüstenjäger. Ich will jetzt mal probieren, ob ich nicht da aussteigen kann und einfach in den Panzer einsteigen kann. Das wäre nämlich viel cooler. Die Straße vor Ihnen ist völlig frei. Havoc, zerstören Sie den Heliport. Sie werden es dann mit weniger Apaches zu tun bekommen. Kann ich den Heli von hier unten beschießen? Nein, kann ich nicht. Oh, aha, was haben wir denn hier? Danke, danke, Raketenwerfer. Sehr schön. Offenbar fordert der Officer in diesem Wachturm. Der Heliport wurde zerstört. Gute Arbeit, Herr Bock. Ich habe gar nichts gemacht, aber danke trotzdem. Nein, hier kann ich leider nicht einsteigen. Schade. Dann nehmen wir weiter unseren Wüstenjäger. Nee, das sind unsere. Überfahren! Toll. Bum bum, Motherfucker. Ah, Bazooka-Bots. So, hier sind auch wieder ein paar LKWs. Ich zerstöre die einfach mal, nur aus Spaß an der Freude. Moment, der Heli ist auch böse. Stirb, Heli! Bam. Ich muss auch ein wenig nachladen. Sehr gut. Hä, der Heliport ist doch noch da. Aber, okay, scheinbar ist der, zählt der als zerstört, ich weiß es nicht. Stirb. An die Steuerung muss ich mich echt noch gewöhnen. Vor allem, dass ich jetzt die Kamera nicht anders bewegen kann und so überhaupt nichts sehe. Ich hoffe, ich treffe den jetzt, wo auch immer der steht. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Und so wie es aussieht, verlieren wir auch Energie, während wir hier in dem Fahrzeug sitzen. Stirbt, ihr Schweine! Bam! Und ich sammle sogar die Munition auf, während ich die überfahre. Nicht schlecht. Die beiden Ziele befinden sich in den Häusern jenseits der Brücke. Schalten Sie jeglichen Widerstand aus und besetzen Sie die Häuser. Mach ich. Boah, Mammutpanzer, ich will ihn steuern, ich will ihn steuern. Uah, Panzer. Los, Mammut, töte ihn. Ich übernehme derweil die Hubschrauber. Achtung, alle GDI-Streitkräfte bitte kommen. Ja, ich bin da. Unterstützung. Was? Wo? Sofortige Unterstützung? Wo ist meine Unterstützung? Wer ruft denn um Unterstützung? Ich weiß es doch gar nicht. Du bist tot. Und auch ihr seid tot. Alle GDI-Einheiten sofort zu meiner Position. Ich muss gleich mal die Häuser da durchsuchen. Ich hoffe, da ist irgendwo Verarztung drin.
Ja, ich... Komm, ich fahr jetzt einfach weg. So, steigen wir hier mal aus. Stirb. Achso, wir haben noch Energie. Moment, dann... Achso, der Buggy ist... Der Buggy ist fast zerstört. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn wir noch in dem Buggy drin sitzen. Wenn der zerstört wird, sind wir dann tot? Ich will es eigentlich auch nicht ausprobieren. Töte ihn! Ach, alles muss man selber machen. Ich sehe dich. Du bist tot. Ich sehe... Ach, da ist noch... Was ist das? Kampfbuggy. Du bist... nicht tot, weil ich habe dich verfehlt. Okay, aber das heißt, ja, wir brauchen keine neue Energie finden, weil wir haben noch Energie. Das ist nur der Buggy, der kaputt ist. Hier ist ein bisschen Flammenwerfer. Stellen Sie sicher, dass sich keine Feinde mehr in den Gebäuden aufhalten. Ihre Jungs sind nicht gerade hilfreich. Aua, was? Benötige hier mehr davon. Alter, wo ist der hergekommen? Hä? Das ist unmöglich. Du bist tot. Voll in die Eier. Okay, von da sind wir gekommen. Da ist auch noch ein Haus. Lohnt sich das da hinzufahren? Keine Ahnung. Oh, ich will den Mammutpanzer fahren. Warum dürfen immer die anderen Leute die fetten Sachen lenken? Jemand zu Hause? Keiner da. Das nehme ich mit, das nehme ich auch mit. Oh, würde ich gerne mitnehmen, kann ich aber nicht. Das ist dasselbe und hier ist noch C4. Oh, C4 ist auch voll. Kann ich in den Fluss fallen? Nein, kann ich nicht. Der Fluss ist abgesichert durch eine unsichtbare Wand. Na toll. Ah, Hubschrauber. Sterbt. Ich würde sagen, wir probieren es mal. Was passiert? Du bist tot. Was passiert, wenn das Fahrzeug explodiert und wir noch drin sitzen? Oh, okay, dann sind wir einfach draußen. Um das Zielgebiet auch nicht zu sichern, schlecht. Muss jeder feindliche Widerstand im Gebiet ausgeschaltet ja, werden. Eva, ich weiß, hast du schon erwähnt. Na gut, hier ist noch ein Buggy. Wie kommen wir... Ist der unbesetzt? Kann ich da einsteigen? Oh, Tatsache, geil. Idioten, ey, lassen den Buggy hier einfach stehen. Ohne den zu benutzen. Nee, aber halt, da ist noch... Gib mir das. Gut, das war... Das ist dann das letzte Gebäude, oder? Hier ist auch niemand mehr drin. Ah, Ziel erreicht.